Schon gewusst? Der Videotalk mit Götz Schartner und Patrick Löffler. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schon gewusst. Heute haben wir wieder zu Gast unseren Experten für IT-Recht, Rechtsanwalt Herr Falkner. Das letzte Thema Urheberrecht haben wir ja sehr deutlich besprochen. Heute geht es um das Thema Fotos, Musik und Co. Jetzt meine erste Frage an Sie. Darf man Bilder aus dem Internet herunterladen? Ja und nein. Das ist ganz einfach, ne? Radio Jerewan oder wie es heißt, es kommt darauf an. Also man darf Bilder aus dem Internet dann runterladen, wenn es zum Beispiel sich um freien Content handelt. Gibt es ja Bilder, die einfach freigegeben sind. Die ich zum Beispiel auf Google Bilder finde? Ja, die darf ich mir, kommt drauf anhängen, das hängt immer davon ab, ob man dann also die Nutzungsrechte daran hat. Das nicht alles, was bei Google drin ist, ist auch wirklich dann also freigegeben, sprich also der Urheber, dem eigentlich die Fotos gehören, hat das freigegeben, da muss man sehr vorsichtig sein. Okay. Ja, aber zum Beispiel, wenn Sie jetzt auf Shutterstock gehen oder Pixelio oder so, da gibt es ja jede Menge Bilder, die man runterladen kann. Diese ganzen Portale werben dann damit von wegen lizenzfrei. Mhm. Totaler Blödsinn, ist natürlich nicht lizenzfrei. Okay. Weil die Nutzungsbedingungen haben und da steht ganz genau drin, was man damit machen darf und was man damit nicht machen darf. Okay. Ja? Also das heißt, lizenzfrei ist eigentlich kaum was. Das heißt, wenn man was runterlädt aus dem Internet, gerade auf Fotos, muss man immer sehr vorsichtig sein. Kann durchaus sein, dass es eine Abmahnung gibt. Und wenn man sich damit beschäftigt, auch so als Unternehmen zum Beispiel, muss man eben schauen, darf ich was auf eine Tasse draufdrucken oder nicht. Ja. Das sind andere Nutzungsbedingungen, als wenn ich es nur ins Internet stellen will. Das heißt aber, ich könnte jetzt mir ein Bild kopieren, sage ich mal, für mich zu Hause, für mein eigenes Album. Mhm. Dort verwenden, solange ich es nicht veröffentliche. Das wäre ja eine Privatkopie erstmal und wenn die nicht aus einer offensichtlich rechtswidrigen Quelle stammt, dann darf ich davon auch erstmal eine Kopie machen. Ja. Okay. Und wann habe ich dann das Recht an meinem eigenen Bild? Also wenn das Bilder ist, von das mir ist eine gute werden. Frage, ja. Da gehen wir in die Geschichte zurück. Bismarck, kennen Sie? Den alten Reichskanzler? Ja, damals? Mit dem Pickel oben drauf auf dem Helm. Aber als er den Pickel nicht mehr hatte, da ist er nämlich gestorben. Ne? Ja. So. Und der Bismarck, der war das erste Opfer von Paparazzi. Okay. Ausgehendes 19. Jahrhundert, ja, er ist gestorben, er lag auf dem Totenbett. Mhm. Und da gab es natürlich noch kein Smartphone, da konnte man nicht hingehen und ihn eben mal knipsen. Also sind die beiden Fotografen aus Hamburg, Herr Wilke und Herr Priester hießen die, glaube ich. Mhm. Die haben den Pförtner bestochen oder den, der da Zugang hatte, sind durchs Fenster eingestiegen, haben ihre Magnesiumblitzlampen aufgebaut, haben den Bismarck auf dem Totenbett fotografiert und sind wieder abgehauen. Okay. So. Und dann hat man sich... Großer Aufschrei, um Gottes Willen, im Deutschen Reich, das darf doch nicht sein. Den großen Bismarck, den kann man doch jetzt nicht einfach hier fotografieren. Mhm. Man hat die verklagt. Es gab aber keine Rechtsgrundlage. Verklagt wurden sie und verurteilt letzten Endes wegen Hausfriedensbruch, weil sie nämlich in dieses Schloss gar nicht reingehen hätten dürfen. Ja? Ergebnis war, man hat das sogenannte Kunsturheberrechtsgesetz geschaffen. Und das regelt letzten Endes das Recht am eigenen Bild. Mhm. Das heißt, ich darf eigentlich immer nur dann jemanden fotografieren, wenn ich eigentlich seine Einwilligung habe oder eine entsprechende Ausnahme vorliegt. Zum Beispiel Personen der Zeitgeschichte, Politiker, die müssen sich abfotografieren lassen, Sportler, ist klar. Aber auch wenn ich als Privatperson an irgendeinem großen Event teilnehme, ja, eine Party zum Beispiel, und da wird jemand rein fotografieren und dann ist es am nächsten Tag in der Presse, das ist in Ordnung. Ja. Ja. Wenn ich dann solche Fotos zum Beispiel auf Facebook poste, ist ganz schwierig. Auch ein schmaler Grad. Ja, natürlich, ist ein schmaler Grad. Das hat ja mehrere Aspekte. Also zum einen, wenn ich sie, nicht nur Facebook, das betrifft eigentlich immer eine Veröffentlichung. Ja? Es hat ja jetzt erstmal die abgelichtete Person das Recht am eigenen Bild. Ja. Ne? Ist ja klar. So, habe ich einen Ausnahmetatbestand, dass ich also den hochladen darf, sprich öffentlich zugänglich machen, dieses Bild oder nicht? Darüber muss ich mir Gedanken machen. Das heißt, wenn ich also dann jemanden zum Beispiel auch in einer misslichen Lage fotografiere, Beispiel Jugendpartys, ne? Und was machen die? Mhm. Ordentlich einen Bechern, haben wir auch gemacht früher. Ja. Na, Sie nicht, aber ich schon. Ja. Und dann stelle ich sowas ins Netz. Ja. Das ist natürlich ein Rechtsverstoß. Ne? Okay. Und dann geht es eins weiter. Google und Co., Facebook, die haben ja alle inzwischen Gesichtserkennungssoftware. Ja. Dann tagge ich die noch. Ne? Gab es auch bei Facebook. Ja, und dann sage ich, das ist Fritzchen Meier. Ne? Mhm. So, Datenschutzrecht. Ich darf doch nicht Google mitteilen oder Facebook oder wem auch immer, dass das Fritzchen Meier ist. Okay, interessant. Also ist hochproblematisch. Namen, also hochladen lieber nicht. Ich weiß, es ist total uncool. Ne? Mhm. Ja, schade. Ja. Also man müsste eigentlich die Person um Erlaubnis bitten, wenn man ein Foto von ihr geschossen hat und die dann auf Facebook posten möchte. Und dann überlegen Sie mal, die sagt hinterher, habe ich aber gar nicht erteilt. Eigentlich müssen wir es schriftlich machen, so mit Unterschrift auf Papier. Also völlig uncool. Ja. 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 Ja, das ist ein großes Problem, definitiv. Jetzt wieder umgeschwenkt zum Thema Musik. Jeder weiß ja, dass man sich nicht einfach Musik im Internet herunterladen darf. Haben wir ja schon mal angerissen, das Thema. Doch wie kann man legal Musik im Internet überhaupt hören?
Es gibt ja schon mehrere Möglichkeiten. Es gibt die Bezahlportale, also was weiß ich, Spotify oder so. Da kann ich ja, muss ich halt meinen Abo-Vertrag abschließen und dann kann ich in dem Rahmen, in dem, in dem ich den Vertrag abgeschlossen habe, kann ich auch Musik hören. Mhm. Es gibt Internetradios, da kann ich ja Musik hören. Es gibt die Mediatheken, kann ich ein Konzert mit mir anschauen. Ja. Oder YouTube, also meine Tochter zum Beispiel, die liegt dann auf der Couch mit dem Tablet und hört YouTube sozusagen. Ja? Problemlos. Das ist in Ordnung. Ja. Das ist gut. Gerade weil Sie es angesprochen haben, Internetradios, darf ich Internetradios mitschneiden? Ja, im Prinzip schon. Ne? Okay. Ist aber auch wieder so eine Sache, man muss sich überlegen, eben, wenn da ein Kopierschutz drauf wäre, was nach meinem Kenntnisstand im Moment bei Internetradios nicht der Fall ist, und ich den umgehen müsste, diesen Kopierschutz, dann darf ich es nicht. Okay. Ansonsten, wenn das ein legaler Sender ist, dann darf ich das mitschneiden. Das ist dann eine Privatkopie. Ist egal, ob ich die im normalen Radio oder im Internetradio mitschneide. Ja? Aber ich darf dann die Kopien natürlich jetzt nicht weitergeben. Ne? Genau. Also jetzt sagt, dann mache ich jetzt x Kopien davon und die gebe ich meinen ganzen Freunden dann weiter. Ne? Genau. Das wäre eine Verbreitung, die ist vom Recht auf Privatkopie natürlich nicht geschützt. Ja? Genau, ähnlich wie es im File-Sharing dann auch läuft. Genau, und wenn ich ansonsten noch einen Piratensender habe im Internet, auch da muss ich vorsichtig sein. Eine rechtswidrige Quelle, gibt es kein Recht auf Privatkopie. Alles klar. Vielen Dank wieder hierfür. Gerne. Wirklich super Antworten. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich verabschiede mich, uns beide heute. Freue mich auf das nächste Mal mit dem Thema dann Videos, YouTube und Konverter. Bis dann. Diese Sendung wurde unterstützt von Spada ServSafe Baden-Württemberg.